Jo, schönen guten Tag, der Ehre ist wieder da. Wir spielen World of Tanks. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Traurig, Witzig, Tralala. Und das ist heute eine ganz spezielle Ausgabe, sondern es ist eine ich spiele überhaupt nichts selber Ausgabe, sondern ich lasse spielen. Das finde ich sehr schön. Heute gibt es Replays von Abonnenten, Freunden, Mitbürgern und allen Leuten, die diesen Kanal irgendwie kennen und dem wohlgesonnen sind. Es sind nur zwei. Das erste Replay und das letzte Replay stammen nämlich aus der gleichen Quelle. Das sind 60 TP-Replays vom Rheingraf zum Deuvel. Wir sind, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Also für alle, die den nicht kennen, hier gibt es noch mehr Videos über ihn, kann man sich angucken. Er fährt alleine in Paris mit einem 10er polnischen Heavy. So, das machen wir kurz zusammen. Was ist der 60 TP? Der 60 TP ist das, wie der AO-100 wäre, wenn er nicht power-gecreept worden wäre. So. Und er ist derjenige, der den 1390 für 451 wegflackt. Ja, also, 60 TP, Halldown, starker Turm, grandiose Kanone mit 750 Alpha, also das, was so eine E100-Kanone ursprünglich mal hatte. Und, ja, ansonsten, ja, mittlerweile so Standard World of Tanks-Kram. Also, jede Menge Alpha, guten Durchschlag und vor allem halt Halldown. Ja, das erste, was er gekriegt hat, ist zweimal Gold. Einmal von einem AE Phase 1 und von einem T110E4. Ja, da kannst du dann auch, glaube ich, als 10er Heavy relativ wenig gegen machen. T110E4 mit Gold. Da gibt es jetzt nicht so viel, was da standhält. Da ist man dann relativ schnell ziemlich im Eimer. Ja, ansonsten, ich kann nicht sagen, ich habe die Auswertung gesehen. Mehr kann ich zu diesem Game gerade tatsächlich überhaupt nicht sagen. Ich bin froh, dass ich es zum Laufen gekriegt habe. Der Rheingraf hat mir tatsächlich per E-Mail die Links geschickt und ja, ich war ein wenig langsam. Und zwischendurch sind schon wieder einige Updates über World of Tanks drüber gegangen. Ich sichere Gott sei Dank irgendwie immer mal wieder alte Versionen von World of Tanks, sodass ich dieses Replay glücklicherweise zum Laufen bekommen habe. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich hier. Das war schon der zweite Schuss, der irgendwie nicht dahin geht, wo er hingehen sollte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Guck mal, wir haben schon 1300 Schaden auf der Uhr mit grundsätzlich zwei Treffern. Das war der Kill auf den AMX und jetzt dieser eine 800 Schadenschuss auf dem T110E4. Ansonsten sieht es gar nicht so richtig gut aus. Ja, Paris ist als Map eh so ein Stück weit schwierig. Gerade hier in der Heavy-Ecke, finde ich, ist es halt eine relativ langweilige Geschichte. Man steht sich halt gegenüber und dann wird gepiekt und dann wird wieder geschossen und dann wird wieder gepiekt und dann wird wieder geschossen. Und der AE Phase 1 macht das gut und währenddessen fallen unten alle weg und der Push des Gegners kommt unter der Brücke lang. Das ist ein bisschen schwierig, weil dann stehst du irgendwann relativ schwierig da mit deinem 60 TP, dann stehst du nämlich auf einmal mitten im Kreuzfeuer. Und das willst du ja am Ende des Tages auch nicht geschenkt haben. Jetzt. Jawohl. Das ist halt das Schöne, wie dieses ist so eine Kanone, wenn die halt knallt, ist wie beim E100. Nur, dass die halt gut ist. Wir können ja mal nachgucken. So, was haben wir hier? 250 mm Durchschlag. Ja, das ist ein bisschen mehr als der E100 hat. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, und auf dem Gold, ja, 317, das reicht eigentlich für fast alle Aufgaben, die einem so unterkommen. So. Naja, und dann hast du halt das Kaliber 150 mm, das overmatcht halt auch gerne mal irgendeine Platte. Ja, und 750 Alpha sind 750 Alpha. Mit noch einer guten HE dazu. Das war jetzt tatsächlich ein richtig glücklicher Bounce, muss man mal festhalten. Und jetzt geht's hier runter und dann, oh, den scharfen Tour geblockt. Oh, aber der Schuss war es wert. 1000 Schaden inklusive Feuer auf den anderen 60 TP geschossen. Das war's wert. Nee, AE Phase 1 war es. War gar kein 60 TP. Ich erzähle Mist. Der R erzählt Mist. Das war dieser AE Phase 1, der jetzt gestorben ist. Aber das war's wert. So. Alte Witzka, Herr General. So, was machen wir mit dem 60 TP hier, da? Mein schön, nee. Der ist auf der Flucht. Das Problem ist halt, für den willst du die halt. Oh, der hat geschossen. Die 800 Alpha nach da oben, das. Oh, nee, das war. Doch, das. Oh, der T110 E4, du. Mit seinem Gold, dass der hier die ganze Zeit einen wegbounce, das ist schon sehr glücklich. Nur mal immer mal festhalten. Das ist schon extrem glücklich. Du, der 60 TP von dem ist eher nachgeladen, als du das bist. Also, jetzt kommt so der Moment, wo man bei den Profis Paid Actors sagen würde. Das ist schon krass, wie die hier sinnlos durch die Gegend dürfen. Das muss man mal festhalten. So. Und der T110E4, der ignoriert ihn. Natürlich kommt dann Centurion von hinten und gibt random eine mit. Ja, aber ihr seht, es wird langsam schwierig. 7 zu 12, die eigene Truppe stirbt. Da kommt der scharfe Tour. Der Centurion kriegt gute Schüsse. Unser scharfe Tour steht im Weg rum. Oh, oh. Boah.
sind halt einfach ein paar Bretter, die man da so rauslässt. Das muss man einfach festhalten. Das ist schon echt stark. Also wenn du halt triffst mit so einer 750 Alpha Kanone, das scherbelt halt. Das ist das, was der T110 E4 als Tank Destroyer auch an Alpha hat. Der hat halt mehr Durchschlag. Aber ansonsten ist es halt schon so genau das. So, den Schaf wird nur noch rausgenommen. Das ist Kill Nummer 3. Das ist halt echt übel. Der Rheingraf, der kämpft und der fightet hier mit seinem 60 TP. Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss wird genommen. Wir werden weggekappt. Und du bist halt immer noch 4 Panzer hinten. Und ja, kriegst du jetzt an allen Seiten. Das ist zum Beispiel so ein Panzer, ja, der hat eine 150mm Kanone. Das wird einfach übermatcht. Da ist nichts mit meinem Spitzwagen. Ich baue es einfach weg, weil der Winkel gut ist. Ist nicht. Oh, die Kanone hätte ich erst rumgebracht. Ja, genau das. Das war's. Ich würde behaupten, jetzt erleben wir die letzten Sekunden dieses Matches. Ja, die Gegner cappen es durch. Der Leo ist auch raus. Und jetzt sind wir auch auf Gold. Das Problem ist nur, er wird nicht mehr rechtzeitig zurückkommen, um dieses Cap zu verhindern. Der scharfe Tour wird es doch gar nicht schaffen. Nee, das ist durch. Ja, und über Cap wird diese Nummer hier tatsächlich verloren. Ärgerlich. Aber da kannst du nichts machen. Ich zeige euch mal die Auswertung dazu. Jo. Und so sieht das dann aus. Das war ein Panzerass. Dafür war übrigens ursprünglich traurig, witzig, Tralalama erfunden worden, um genau Panzerasse zu zeigen, bei denen man den Frack voll gekriegt hat. Das war ein Panzerasse, das war ein Großkaliber, das war eine Stahlwand, das waren 90.000 Credits, 30 Anleihen, 1.800 EP, 7.200 Schaden, 5 Kills, 3.800 Schaden abgewehrt und eine Niederlage. Ja, das ist schon traurig, aber es ist halt auch, wenn man hier sieht, hier unten, ja, Scharfutur 0, Objekt 0. Ja, durchaus nicht so einfach. Der gegnerische 60 TP hat auch 3.500 Schaden. Naja, 15 Schuss, 13 Treffer, 11 Durchschläge. Macht halt 7.000 Schaden. Das ist halt einfach krass, was dieser Alpha ausmacht. Das muss ich einfach echt sagen. Das ist schon echt, ja, das ist echt eine zornige Veranstaltung. Nichtsdestotrotz, wir wollen es nicht runterziehen lassen. Zur kleinen Aufmunterung hat mir der Genosse Robatronski mal wieder ein Video zukommen lassen. Also ein Video in Replay. Es geht jetzt nach Pilsen in einem Light-Tank. Ja, traurigerweise muss der Genosse Roba tatsächlich ganz alleine fahren. Oh, hier ist irgendwas mit dem Sound kaputt. Merkt ihr was? Wir haben überhaupt keine Motorengeräusche, aber ich kann jetzt leider nichts dran drehen. Also der Roba ist in Pilsen im T54 Light und es gibt keinerlei Motorgeräusche. Ah doch, runterfallen geht. Also irgendwas haut mit dem Sound nicht hin. Keine Ahnung, ich nehme das jetzt einfach mal so hin, wir lassen es mal so stehen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was macht man denn als Light von Welt, wenn man hier so auf so einer Map gespawnt ist? Ja, ich finde ja tatsächlich Pilsen schwierig. Also gerade hier diese Seite auf dieser Map finde ich tatsächlich grenzwertig. Es ist halt so gar nicht meine Baustelle. Ich finde hier auf der Seite, es ist ähnlich wie Prokhorovka so ein bisschen. Wobei Prokhorovka immer noch ein bisschen cleverer ist. Das hier ist halt wirklich einfach stupide. Wer sieht zuerst irgendwas und dann, wer hat die Leute, die schießen? Und ja, ich finde tatsächlich, der in der Stadt Teil oder beziehungsweise in der Fabrik Teil hier auf der Map macht mehr Sinn als das hier. Aber ja gut, ich werde mich nicht aufregen. Der T54 Light ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Light-Tanks in Stufe 9 russischer Light und den mag ich tatsächlich sehr gern. Es ist eine sehr, sehr gute Mischung. Der hat tatsächlich, oh, jetzt, es wird schon ernst. Roba ist tatsächlich vorgefahren. Ist auch geil, der CDA ignoriert ihn komplett. Und der Roba, Alter. Oh Gott, Roba ist einfach reingeschwartet. Aber guck mal, er erntet eine komplette Grille. Er erntet noch Schaden auf den Leopard und den Standard B. Herrlich, das waren jetzt 2.500 Spotting. Und ich glaube, damit hat der Roba selber nicht gerechnet, dass hier so viel los ist. Deswegen habe ich es ausgesucht. Das ist sehr unterhaltsam. Ja. Auf jeden Fall, der T54 Light hat einen guten Turm, wie alle russischen Fahrzeuge gefühlt. Und, ja, Sichtweite ist in Ordnung, Geschwindigkeit ist okay, Kanone ist gut, das ist so, das Gesamtpaket ist einfach ein gutes. Also da kannst du nichts sagen, das ist halt einfach vom gesamten Aufbau eine großartige Geschichte. Guck mal, jetzt ist der Robert tatsächlich wirklich nur als Scout unterwegs. Er fährt mal gucken, er macht immer auf, die Arti hält rein, dann gibt es wieder 400 Spotting. So, ist von der Taktik her eigentlich ganz geil. Es ist halt einfach so, wenn man viel zu wenig spielt, tatsächlich. Ja, meistens will man als Scout ja dann doch aktiv werden, was tun. Oh, siehst du, das meine ich. Das funktioniert halt in einem deutschen Light nicht.
So, der Astron Rex schmeißt sich weg, genau so wie sich das gehört. Und da kommt ein T95 FV4201. A.k.a. der Chieftain. Jawohl, da ist er wieder da, geht nichts über ein OP-Fahrzeug. Und dann kann man sogar in dem Light den Vorstoß mit anzetteln und ein bisschen schießen. Ja, und dann kann man hier noch einen Kill auf dem Leopard mit unterstützen. Dann kann man da den Standard B noch ein bisschen mit rausprügeln. Sehr gut, Standard B erledigt. Erster Kill für den Roba. Nee, ist schon der zweite Kill für den Roba. Ich nehme es zurück. Der CDA hat ja auch schon gelitten. So, ja, und jetzt steht schon 8-3. Und entscheidend war tatsächlich Robas lustiger, ich hüpfe da jetzt mal rein und lach mich kaputt. Move. Finde ich ziemlich cool. Also das war, ich glaube, wie gesagt, das war so nicht geplant. Aber manchmal braucht es genau das Glück und die Eier, um den Move so zu bringen. Und jetzt ist die Map gelaufen. Jetzt ist eine Flanke gefallen. Da ist die Arti. Da willst du natürlich auch noch ein bisschen mitschießen. Ui, aus der Fahrt. Oh, da ist ein TNH. Oh, da oben, da campen die Heavies. Da sind die Heavies ganz entscheidend. Und guck mal, jetzt macht der Robert das gleiche Spiel wieder. Er macht sie auf. Er fährt hier ein bisschen an den Hügel. Und dann alle anderen prügeln drauf. Und der Robert lässt fleißig die Punkte reinrollen. Da sind wir schon bei 4000 Spotting. Jawohl, 4,5. Jetzt stirbt noch der TNH. Das hat er sich so nie gedacht. Und der Robert nimmt sich sogar noch den Kill. Das ist die richtig fiese Masche. Die richtig fiese Rache. Sehr, sehr witzig. Sehr unterhaltsam. So, und jetzt kannst du noch ein bisschen mit reinschießen da. Aber ja, 11-4, die Nummer ist relativ schnell gelaufen und das einfach nur, weil das muss ich halt sagen, ist der Unterschied. Das kann ich in einem russischen Light, kann ich das halt machen, da kann ich einfach mal reinhalten. Also T-54 Light kann ich echt allen ins Herz legen, der macht tatsächlich Spaß. Also das ist ein Light, der mir auch persönlich sehr viel Freude bereitet. Den habe ich in der Garage, den packe ich sogar im Frontline ab und zu mal aus, weil ich den sehr unterhaltsam finde. So, aber es gibt ja noch ein paar Punkte zu haben. Da ist noch ein T-110E5. Ami Heavy. Da sind wir aber schön gebounced. Hier, komm. Ah, der dreht. Ah, das ist halt das Problem. Als Light ist man halt immer Opfer. Aber guck mal, da T54E5, der kriegt es nicht. Und guck mal, wie schön die alle helfen. Jetzt hat er nicht damit gerechnet, dass der Rover hier reparieren kann. Und dann stirbt der T110E5 auch noch nach. Und dann hat der Rover hier innerhalb von kürzester Zeit, das waren jetzt genau 5 Minuten, wir gucken auf die Uhr. Also 4 Minuten, 59 Sekunden, 1300 Schaden gemacht, 760 abgewehrt und 4725 Schaden ermöglicht. 3 Kills, Rukizuki im Light auf Pilsen. So, finde ich tatsächlich, kann man sich angucken, macht mir sehr viel Spaß, wollte ich euch unbedingt zeigen. Und wir gehen nahtlos über zu unserem Tralala und das wird nochmal eine großartige Runde. Ja, und wie bereits im allerersten Replay erwähnt, sind wir wieder mit dem Rheingraf unterwegs, wieder im 60 TP, also wir machen das Sandwich zu, ein 60 TP Sandwich unten und oben und wir sind in einem Großgefecht gelandet. Ich bin ja ein großer Fan von Großgefechten, wir sind auf der Nebelburg. Ich finde, Großgefechte sollte es durchaus in vielen Bereichen geben, weil das einfach die Mapgröße ist, die ich persönlich für das Spiel präferieren würde. Ob das so viel Panzer auf der Map sein müssen, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, ich glaube wahrscheinlich schon, sonst hat man viele tote Ecken, aber so grundsätzlich hier macht Scouten wieder Sinn. Hier braucht man einen Scout. Problem ist, dass diese Großgefechtsmaps meistens unheimlich campy sind. Also Nebelburg ist der König der Camper-Maps, weil es einfach... Das sind 25. Weil das Problem ist halt, dass diese Caps alle so angelegt sind, dass da die ganzen Tank-Destroyer, die ganzen Arti-Heinis rumhängen und dass die von da aus die ganze Zeit Feuer geben. Und das ist halt echt grenzwertig. Also wenn wir die ehrlich sagen... Schwierig. Mal schauen. Das sollten sie noch, glaube ich, ein bisschen besser im Griff kriegen, dass es da einfach nicht so campy ist. So, und jetzt geht's wieder los. Beschuss wird aufgenommen. Progetto kriegt direkt erstmal eine 758er Schelle, damit er erstmal weiß, wo er hingehört. Ja, und meine Familie tobt draußen hin und her. Immer wenn ich die Aufnahmen aus habe, übrigens ist hier Ruhe. Das ist, sobald ich Aufnahme drücke, dann drehen hier alle am Rad und rennen hoch. Und damit müsst ihr jetzt klarkommen, weil das jetzt der dritte Versuch ist, hier das aufzunehmen. Ich kann es auch nicht ändern. Ich glaube, ich muss sie dann nochmal anscheißen, aber was willst du machen? Kannst du nicht ändern. Wird Zeit, ich ziehe bald um in mein eigenes Studio, wo ich dann so ein Stück weit wieder raus bin hier aus dem ganzen Trubel. Ich glaube, es wird Zeit, dass das funktioniert. Also wie gesagt, campy ist es wie Bolle hier. Mal schauen. Also, zum Gameplay. Der Rheingraf ist hier auf den Hügel gefahren. Den mag ich tatsächlich sehr gerne. Ist auch für Halter und Geschichten ganz gut. Super Conqueror ist mein Lieblingspanzer auf dem Hügel. Oh, und der hat Rationen mit.
Der E5 hat Rationen mit, da ist nochmal richtig Brandschaden dazugekommen, schön angezündet. Da hast du dann direkt keinen Bock mehr aufs Spiel, dann löscht du direkt das Spiel. Uiuiui, das war echt zornig. Naja, auf jeden Fall Hügel steht und jetzt ist halt die Stadt dran. Und hier hast du halt einfach neu gegen alt. Da ist der E100 und hier ist der 60 TP. Und jetzt muss man einfach festhalten, der 60 TP ist in fast allen Bereichen besser als der E100, was echt ein bisschen schade ist. Ja, weil so von der Art des Spielens, finde ich, sind das Panzer, die die gleiche Idee verfolgen. Boah, die großen, dicken Schellen, da kommen sie geflogen. Da fliegen sie in den 705A wieder rein, wieder eine schöne 700er. Das ist schon echt krank. Also das ist schon ein Fahrzeug, ja, der 705 hat erlebt. Ja, mit Amorek natürlich, Overkill, damit es sich lohnt. Und ihr seht schon, das Team fährt jetzt einfach drüber. Also jetzt wird hier einfach drüber gefahren, steht 6-0. Es sind schon 11.000 Hitpoints Vorsprung für das Team vom Rheingrafen. Also jetzt geht es tatsächlich nur darum, nicht zu sterben und so viel Schaden wie möglich aus der Partie rauszuholen, glaube ich. Gefühlt ist genau das die Gesamtaufgabe, die sich jetzt stellt und mit der man jetzt irgendwie klarkommen muss. Das finde ich schon ziemlich krass. So. Also jetzt wird hier die Stadtpatrouille durchgefahren, da ist der E100. Der müsste irgendwie das nächste Ziel sein. Ja, wenn es ruckelt und so weiter, tut mir tatsächlich ganz doll leid. Das hat so ein bisschen was mit dem Replay. Das ist nicht ganz kompatibel mit dem, was ich an alter Version gespeichert habe. Aber ich denke, dass es überhaupt läuft. Insofern, wenn es ab und zu mal ruckelt, bitte ich das zu verzeihen. Ja, kann ich leider nicht mehr ändern. Habe ich kein. Was es bräuchte tatsächlich, ich fände es total großartig, wenn es ein World of Tanks Replay-Wiedergabe Gerät gäbe, bei dem man die Version einstellen könnte. Also irgendwie so ein Tool, was weiß ich, das kann von mir auch gerne groß sein, aber eins, wo man halt verschiedenste Versionen an Replays wiedergeben kann. Weil es geht halt wirklich mittlerweile, jeder Mikro-Patch zerlegt das Replay-Feature komplett. Also es ist halt einfach echt grenzwertig. Und du kannst gar nicht jeden Mikro-Patch wegsafen, das funktioniert einfach nicht. Ich versuche schon, so viele Programmversionen wie möglich aufzuheben, um mir sowas machen zu können, aber es ist halt einfach echt. Puh, schwierig. Wir hatten jetzt mal in der Zeit, da gab es 3 Patches in einer Woche. Da ist halt einfach, das schafft kein Mensch. So schnell kann ich auch nie aufnehmen. Es ist halt einfach grenzwertig. Ich nehme jetzt auch gerade auf, weil schon wieder ein großes Update ansteht. Das ist halt schon 1.14.1 steht gerade in den Startlöchern. Also das kann ich eigentlich schon runterladen. Jetzt wisst ihr, wann ich es aufnehme. Seht ihr? Und ja, das Problem mit der Geschichte ist halt, zurzeit ist das halt ein wenig schwierig. Deswegen mache ich das hier schnell noch weg, damit ich dann das Update machen kann. Aber wir spielen gerade eh keinen World of Tanks tatsächlich. Ich hoffe, nächste Woche ist Frontline, da geht das wieder los. Aber ansonsten ist das tatsächlich... ist gerade einfach keine Böcke da für World of Tanks spielen. Das muss ich ehrlich sagen, zurzeit wieder mal so ein Loch. Wir spielen gerade Conan Exiles, also für alle, die bei Twitch reinkommen wollen, wir haben schöne Mädels, die da bei Conan eine wunderbare Wasserburg bauen, Rohstoffe besorgen und Monster verhauen. Also wer da Lust drauf hat, macht Spaß, ist ein cooles Spiel, spiele ich sehr, sehr gern, habe ich echt extrem viel Fehls dran. Ist auch schon unser vierter Run oder so, also wer da Lust hat, kann da gerne dazukommen. So, und jetzt kommt genau das Problem, jetzt hast du die Map soweit eingenommen und jetzt kommt hier dieses Camping-Thema zum Tragen. Da hinten sitzen die ganzen TDs, alle hängen sie da hinten rum, haben alle gute Positionen, von denen aus sie den Beschuss aufnehmen können, ohne selber gespottet zu werden, auch ohne, können in Deckung fahren und so weiter. Also das ist in dieser Camping-Map hier überhaupt nicht zu Ende gedacht. Der Vorteil ist, jetzt der Vorsprung ist schon so groß und gewaltig, dass, glaube ich, wenig Chancen bestehen, dass sie das Spiel noch verlieren. Aber so grundsätzlich ist das der Teil vom Spiel, der immer ein bisschen schwierig ist. Ich habe ja auch schon Teams scheitern sehen, dann Richtung Cap vorzustoßen und das dann auch einzunehmen. Das ist tatsächlich echt ein Thema. So, jetzt fahren wir hier einfach bis 60 TP, das ist ein bisschen ärgerlich. Und er hat es ins Cap geschafft. Der Rheingraf ist schon mal im Cap angekommen. Hut ab. So, und da stehen die ganzen, guck mal, die TDs, die Mediums, da hängen sie alle rum. So, der TVP, ich wollte gerade sagen, der TVP soll es sein. Der Badger schießt. Ja, jetzt kommt der Unterschied. Hier kannst du mit dem 60 TP, wärst du hier halt... Ja, guck mal, was jetzt stirbt bei dem Sturm auf diese Base. Und guck mal, was da rumhängt. Guckt euch mal die Minimap an. Das ist halt einfach echt unklar. So, der Sturm auf diese Base. Das ist halt jetzt der Unterschied. Der E100,
ja, der kriegt dann halt von allen Seiten. Hier kannst du jetzt Halldown spielen. Und die Meta ist halt einfach Halldown spielen. Kannst du stehen. Oh, das war er nicht. Das war der Jagdpanzer R100, der die Arti rausgefetzt hat. Aber der 60 TP kann jetzt einfach spielen. Guck mal, da steht der Halldown. Dann kann er auch mal den anderen 60 TP bouncen. Gar kein Akt. Funktioniert alles. Und das ist halt im E100 nicht möglich. Der E100, da schießt ja jeder durch den Turm. Bach finden wir daher. Der dreht den Turm gerade und in dem Moment fetzt der einfach jeder durch, weil es vorne eine gerade, flache Fläche ist, die nicht sonderlich viel bouncen kann. Die mag dick sein, aber ansonsten ist da nichts zu holen. So, da ist der Udes. Wir alle schießen. Andere 60 TP. Aber Udes raus. Ja, wir sind beim Gold. Das ist aber wieder Verlegenheitsgold, weil AP alle. Das ist tatsächlich... Ich finde, es relativ wenig Munition in dem Fahrzeug. Also klar, das ist ein Großgefecht hier. Hier hast du viele Gegner, hier kannst du auch viel schießen. Aber es ist halt trotzdem... Nicht ganz ohne. So, in den Ketten hängen geblieben, das ist halt Heat. Und da ist der Badger. Ja. Der Elder hat übrigens jetzt einen Badger, für alle, die es interessiert. Der Elder Jansky hat sich einen Badger gekauft. Und ja, mal schauen. Finde ich tatsächlich, wäre für mich auch nochmal eine Investition perspektivisch. Wobei ich halt Angst habe, ich finde, am Ende wird es wieder so werden, die Tortoise ist besser und dann ärgert man sich. Gefühlt. Mal schauen. So. Tja, und jetzt ist auch dieses Nest ausgenommen. Ja, da, ausgehoben. Hier hinten der 60 TP. Ah, eine Sekunde zu langsam. So. Jagdpanzer ist da drüben noch ein Jagdpanzer EN100. TVP da oben. Ja, jetzt kommen auch so Sachen, wo es halt tatsächlich schon zu überlegen ist, ob es sich lohnt, da überhaupt mal drauf zu schießen. Beim TVP kann man noch 500 Schaden machen, das ist okay. Ich denke, das ist noch in Ordnung. So, okay, der ist aber schon down. Jetzt ist die Frage, kriegt man noch ein bisschen Schaden? Jagdpanzer stirbt auch. Fehlt noch ein Fahrzeug. Wer fehlt denn noch? Und wo ist er vor allem? Hier irgendwo in der Ecke. Irgendwas Sneaky-mäßiges. Sieht aus wie eine Grille nach dem Bild zu urteilen. Wir gucken mal. Die Frage ist, wo? Spannend, spannend. Auf der Jagd nach der Grille vom Nil. Das ist ja witzig. Ich drehe mal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Ob die hier noch was finden. Weil alle. Ich hatte jetzt auch gedacht, dass die hier hinten in der Ecke irgendwo rumsitzen. Aber hier ist niemand. Komm, fahr mein 60 TP. Da! Da ist doch jemand. Zack! Und es war eine Grille. Und nochmal voll Schaden mit Kill. 791. Und den Sieg reingeholt. Siehste, das war der Rheingraf zum zweiten, zum Abschluss dieses traurig witzig Talala. Ich zeige euch auch hier nochmal die Auswertung. Ja. Und das ist wieder so eine Auswertung. Sammlung der kleinen Medaillen. Nicht eine große, jede Menge kleine. Hand of God, Spotter, Bruiser, Demolition Expert, Firefly Effect, Fighter, Shellproof und ein Panzerass. Es hat alles für die Großen nicht ganz gereicht. Nichtsdestotrotz ist es ein Panzerass. Es ist ein Panzerass mit 2000 Schaden ermöglicht, 3 Spots, 4000 Schaden abgewehrt, 7 Crits, 7400 Schaden und 5 Kills. Also man sollte sich definitiv nicht beschweren und er kommt hier EP-mäßig an Top. Auf Platz 2 übrigens auch ein 60 TP. Lässt tief blicken, finde ich. Es ist tatsächlich, das ist ein Meta-Panzer, der passt gerade gut dazu. Ja, 16 Schuss, 13 Treffer, 11 Durchschläge. Und 152.000 Credits Gewinn. Aber weil irgendwelche Action-Personal-Missions abgeschlossen. Ansonsten wäre es minus 80.000. Ja, wäre immer noch. Da wären immer noch 70.000 drin. Trotz Einsatzes von Gold zum Ende hin. Ja, nichtsdestotrotz, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, schreibt mir was Nettes, lasst mir was da, schreibt mir was drunter. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Rheingraf zum Düvel. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Roba, dass die mir immer mal wieder so Replays zukommen lassen. Gerade jetzt in der Phase, wo ich tatsächlich auch gerade selber keinen Bock habe zum Spielen. Ich gebe es ehrlich zu, es ist gerade mal wieder schwierig. Dann bin ich immer froh, wenn mir jemand so coole Sachen schickt, die ich zeigen kann. Und da bin ich auch vor allem Sachen, die besser sind als das, was ich spielen würde. In diesem Sinne, einen schönen Restsonntag euch allen und bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao, der Ära.